Also, es gibt schon hier und da Probleme mit den Gästen, die kommen. Aber manchmal noch mehr mit denen, die nicht kommen. Schauen Sie zum Beispiel mal da. Ein ganzer Tisch. 11 Personen haben reserviert, eine Familie, und haben 11 Portionen geschwellt bestellt. Ja, nur sind sie nicht gekommen. Wie heisst jetzt die Familie? Familie Kelly. Einfach bestellt und nicht gekommen. Was mache ich jetzt mit diesen Herdöpfen? Ich glaube, ich fange sie an zu teilen, aber ich weiß auch nicht. Das ist natürlich reiz. Ja, wollen wir nicht absitzen? Es tut uns sehr leid, dass wir so spät gekommen sind. Als Entschuldigung wollen wir etwas singen. Du bist ein Schatz, ja. Also wenn sich natürlich jemand so entschuldigt, kann man unmöglich böse sein. Ich kann mir sowieso nicht vorstellen, dass irgendjemand dieser Kelly-Familie irgendetwas könnte krummen.
Okay.